Zunächst beginnen wir mit dem Training der Einatmung. Setzen Sie sich auf einen Stuhl oder an den Rand Ihres Bettes und nehmen Sie, wenn möglich, eine aufrechte Sitzposition ein. Stellen Sie am blauen Deckel des Mediflows den Pfeil auf der blauen Skala Inspiration auf die Nummer 1. Die Nummer 1 stellt den niedrigsten und die Nummer 5 den höchsten Widerstand dar. Halten Sie den Mediflow mit einer Hand fest und führen Sie das Mundstück mit der anderen Hand Richtung Mund. Umschließen Sie das Mundstück vollständig mit Ihren Lippen und versuchen Sie so tief wie möglich einzuatmen, indem Sie den orangefarbenen Ball 3 bis 5 Sekunden oben halten. Nehmen Sie nach der Einatmung das Mundstück wieder aus dem Mund heraus und atmen Sie möglichst vollständig und entspannt aus. Atmen Sie nun wenige Mal ohne den Atemtrainer entspannt ein und aus. Anschließend wiederholen Sie den Atemvorgang mit Hilfe des Mediflows. Empfohlen wird die Durchführung eines solchen Atemtrainings je Stunde mit 10 Wiederholungen. Zur Steigerung des Atemtrainings stellen wir Ihnen zwei Varianten vor. Erste Variante: Sie atmen wie gehabt langsam über das Mundstück ein, indem der Ball 3 bis 5 Sekunden schwebt, und atmen anschließend wieder in den Raum aus. Nun erfolgt direkt die nächste Einheit mit dem Mediflow. Bei der zweiten Variante erhöhen Sie den Widerstand auf der Skala, indem Sie den Pfeil am blauen Deckel zwischen der blauen 1 und der 5 verschieben. Zur Erinnerung an dieser Stelle: Die 1 stellt den niedrigsten und die 5 den höchsten Widerstand dar. Die Steigerung sollte langsam nach der individuellen Kapazität erfolgen.